haben die auch gemerkt im Gespräch, dass also die Kinder das nicht wissen. Und dann habe ich halt auch diesmal, normalerweise sage ich mir, ja, passt schon. Und da habe ich dann halt auch tatsächlich ja, gedacht, das kenne ich gerade eure Meinung dazu. Dann hat sie ja gemeint, ja, das ist jetzt, jetzt schon auch nochmal Gedanken gemacht so, und oh, ist schon wichtig. Ja? Und ja, keine Ahnung, und dass sie das jetzt auf jeden Fall kostet. Doch gerade die Bäume gekürzt. Kann man da auch früher nochmal drüber sprechen, weil erstens mal die am Jahresgespräch, das ist ja auch schon bald. Das Jahresgespräch ist im September. Bald? Und es kommt. Und diese Jahre, vielleicht kann man ja das davor, du hältst es schon im Hinterkopf. Wir haben jetzt nochmal so ein Audit. So vereinbart das von der Sonne und da müssen wir jetzt wieder neue Projekte finden und halt festmachen. Und da können Sie sich vorstellen, dass ein Projekt auch Homeoffice ist. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich muss ja aktuell für die Sache. Wir machen halt Homeoffice, weil es Sinn macht, sondern einfach nur, damit wir sagen können, ja, also wir bieten es halt. Homeoffice. Ich finde, es kann man halt super auf die Stelle drauf an, die man ausfüllt. Also ich muss jetzt zum Beispiel wirklich sagen, ich Homeoffice. Ja, bei mir macht es halt voll Sinn. Also ich aber gerade, was jetzt zum Thema Telefoninterviews oder ich habe auch zwei, drei Sachen, da müsste ich mal wirklich mal so ein bisschen Moment ausarbeiten, so ein neue Blätter, damit sie ein bisschen geiler haben, weil es gibt auch schon viele Sachen, da heißt es so, hier, mach mal, und wir haben eine Million verschiedene Tools und das geht eigentlich dadurch, die muss ich in eine Woche ich habe mich ein Ticket geschrieben, da muss ich das machen, da muss ich das so machen, da muss ich das machen, guck mal, da muss ich die Zahlen daher und aus dem Tool können die Zahlen. Super kompliziert. Und dass es da einfach wie so eine Guideline gibt, wie dann weißt du, wir wissen, okay, wenn ich das brauche, wie ich das Menschen nennen, wenn ich das brauche, wie ich ein Team nennen, wenn ich das brauche, wie ich das darum bin. Ja. Und halt so die Anfangspartner zu wissen. Damit können wir das wollte ich halt mal ausarbeiten und ich komme da einfach täglich in Daily Business dazu. Ich bräuchte mal wirklich viele Stunden, um mich dahin zu lassen. Aber wäre es bei dir wirklich, dass du hast ja eh einen Laptop, dass du sagst, wenn du heimfährst zum Beispiel, dass du praktisch schon mittags heimfährst oder so, dass du einen Zug machst und also über Arbeitszeit? Weil die sehen ja dann, dass du was gemacht hast. Ja, aber das ist schon ein bisschen, also ich kann mich da selber nicht gerne ausstellen, weil das muss ich halt E-Mail Facebook schreiben. Das geht schon, wird schon mal gehen, aber an sich gibt es halt so, dass ich meistens dann schon vor Ort gekauft habe, solche Sachen, die dann halt eigentlich doch aktuell wichtig sind. Ja. Also ich halt so auf so einem Büro sitzt, da kommt jeder auf dem Team, der Stern, der auf dem Team.